Und ich freue mich, jetzt mit Reinhold Ewald sprechen zu können. Er ist Physiker und Astronaut. Herr Ewald, viele, viele Menschen weltweit haben gestern live am Bildschirm dem Start entgegengefiebert. Ja, und dann das Abbruch wenige Minuten vorher. Warum denn so kurzfristig? Wenn schlechtes Wetter ist, weiß man das doch schon vorher, oder? Ja, willkommen bei der Raumfahrt. Also es war tatsächlich natürlich schon so, dass Leute, die Erfahrungen hatten mit Starts in Florida, da kritisch auf diese Wolkenwand geguckt haben. Und man hofft aber immer auf Besserung. Und deshalb gibt es ja Abschnitte während dieses Countdowns, wo man nochmal sich vergewissert, ob auch wirklich ein Start möglich ist. Man ist da bis zum Äußersten gegangen, also 7-8 Minuten vor dem geplanten Startdatum war es dann aber tatsächlich so, dass das Wetter nicht mitgespielt hat, dass man lieber die sichere Variante genommen hat. Was heißt das denn genau, die sichere Variante? Hätte man da nicht irgendwie 10 Minuten warten können oder eine Stunde? Warum hat man das jetzt auf Samstag verschoben? Ja, das ist tatsächlich bei vielen Starts die Möglichkeit, dass man einfach den Regenschauer vorbeigehen lässt und nicht startet. Hier ist es aber so, dass wir ein Objekt im All treffen wollen und mit dem Objekt dann koppeln wollen, was gerade so die Reichweite der Rakete sozusagen ausnutzt. Das heißt, wir müssen pünktlich starten, um eine optimale Kombination zwischen dieser Raumstation und dem Raumfahrzeug Falcon 9 und dem Dragon dann zu haben. Und das geht eben nur innerhalb von ein paar Sekunden. Und die sind verstrichen und dann konnte man nicht mehr nachbessern an dem Tag. Und was macht das jetzt mit der Psyche dieser beiden Astronauten? Sie können sich da wahrscheinlich viel besser reinfühlen. Sie haben ja schon einen Raumflug gemacht. Also die Anspannung wird ja im Vorfeld sehr groß gewesen sein. Dann sitzt man da und erfährt das, man fliegt jetzt doch nicht. Steigt man da einfach wieder auf und sagt sich, na gut, fliegen wir halt am Samstag. Ich glaube schon ein bisschen, dass das deren Gedanken war. Beides sind ja Veteranen von 2 Raumflügen. Und das Shuttle war notorisch dafür eigentlich bekannt, dass man an verschiedenen Tagen erst nach vielen Versuchen zum Ziel kam. Also ich glaube, die beiden haben sich da jetzt keinen großen Kopf gemacht. Sicherlich waren sie konzentriert, sicherlich waren sie angespannt. Die ganze Prozedur ist natürlich 4 Stunden vorher in den Anzug und da hoch und 2 Stunden die in den Sitzen liegen. Das ist sicherlich anstrengend, aber nichts, was man nicht in Simulationen auch vorher gemacht hätte. Und ich denke, dass sie am Samstag mit der gleichen Konzentration aber da angehen. Können Sie uns noch mal erklären, welche Bedeutung hat dieser Flug für die Amerikaner und überhaupt für die US-Raumfahrt? Fast schon eine Bedeutung, die ich als technischer Mensch nicht ganz teilen kann. Also es geht darum, natürlich, dass seit dem letzten Start des Shuttle, des Space Shuttle von Florida aus, kein bemanntes Raumfahrzeug mehr aus Amerika gestartet ist. Und dann kommen diese Schlagworte American Soil und American Rocket und American Launch. Wir Europäer sind da ganz viel entspannter, denn für uns ist Kooperation selbstverständlich. Die Schwerlastrakete Ariane kann keine Menschen befördern, dafür ist sie nicht ausgelegt. Das heißt, wir sind auf Kooperation mit den Russen oder auch mit den Amerikanern angewiesen und damit überwiegt der technische Teil. Welches Raumfahrzeug kann diese Aufgabe am besten erfüllen? Jetzt haben wir wieder eins, das von SpaceX gebaut wurde und das geht jetzt eher zufälligerweise aus Florida raus. Für uns eigentlich kein großer Deal, aber für die Amerikaner ziemlich auch mit nationalem Gepränge versehen. Und die Unabhängigkeit von Russland, oder? Ja, das ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man mehrere Standbeine hat. Die ganze internationale Raumstation basiert darauf, dass wir in internationaler Kooperation zusammenarbeiten. Das ist ein japanisches Fahrzeug, das ist ein europäisches Frachtfahrzeug, ein russisches und amerikanisches, die Raumstation bedient. Und jetzt eben auch die Auswahl wieder besteht, wenn dann der Start glückt und später die Mission in Gang kommt, dass man also sowohl die Soyuz-Rakete, die ja nach wie vor da hochfliegt, als auch andere Fahrzeuge zur Verfügung hat. Ein absolut positiver und der internationalen Kooperation dann auch sehr zugutekommender Aspekt. Reinhold Ewald, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne.